Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus meinem Coaching- und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Was hat ein Bore-out mit der Sinnfrage zu tun? Ja, aber kennt sie nicht diese Tage, an denen man nach Hause kommt und das Gefühl hat, nichts, aber auch gar nichts geleistet zu haben? Der Tag hat sich unendlich lang angefühlt, gähnende Langeweile, aber trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil es ja eigentlich immer etwas zu tun gibt. Meist sind das Einzelfälle und es gibt auch oftmals einen guten Grund für Tage, an denen man gefühlt keinen Stein vor den anderen bringt. Ja, aber was, wenn sich diese Tage häufen? Wenn man am Ende des Tages wirklich immer das Gefühl hat, inhaltlich nicht gefordert gewesen zu sein, nichts geleistet zu haben, nichts Sinnvolles geschaffen zu haben. Und hinzu kommt das schlechte Gewissen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die offensichtlich viel mehr leisten, immer was zu tun haben, produzieren und ihre ganze Energie in den Job stecken. Diese Gefühle können im Selbstbild enden, dass man ein fauler Mensch ist. Aber hier kommt bereits die erste gute Nachricht. Weil wirklich faulen Menschen fehlt das grundsätzliche Pflichtgefühl für das, was sie erhalten, also den Lohn, auch eine Leistung zu erbringen. Sie genießen das Nichtstun und gehen in dieser Situation regelrecht auf. Menschen, die sich eben genau über diese Punkte Gedanken machen, entsprechen genau dem puren Gegenteil. Sie sind eben auch Bore-out gefährdet, weil diese Menschen wollen eigentlich Leistung erbringen. Aber ihre selbstkritische Haltung setzt sie unter Druck. Und zieht sich diese Situation über einen längeren Zeitraum hin, erleben diese Menschen Unzufriedenheit, Niedergeschlagenheit, allgemeine Antriebslosigkeit. Und das kann zu Schlafstörungen bis hin zu Tinnitus, Infektionsanfälligkeiten, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen führen. 2007 haben Peter Werder und Philipp Rudlin dieses Thema ausführlich in ihrem Buch Diagnose Bore-out behandelt. Den Link zum Buch findest du in meinem Blog. Eine der ganz großen Gefahren in einem Bore-out zu laufen, ein Bore-out zu erleiden, besteht eben darin, dass du den Sinn in dem, was du tust, nicht oder nicht mehr erkennst. Auftretende Routine, Unterforderung, das Fehlen neuer Herausforderungen oder eben eine generelle Perspektivenlosigkeit sorgen dafür, dass deine berufliche Erfüllung auf der Strecke bleibt. Die Zeit vom Morgen bis Abend erscheint endlos und ertappst dich immer öfter dabei, wie du während deiner Arbeitszeit private Dinge erledigst. Oder du findest dich beim Surfen im Internet oder auf den sozialen Medien wieder. Und wenn es dann Abend ist, hast du das Gefühl, nichts geleistet zu haben. Ein Klient hat im Einzelcoaching diese Situation einmal sehr treffend umschrieben. Ich fühle mich wie ein Huhn, das sich von Ecke zu Ecke schleift und am Ende des Tages trotzdem kein Ei gelegt hat. Wie treffend. Ja, so entstehen Unzufriedenheit, Frust, aber auch Scham. Und darunter leidet früher oder später auch das private Umfeld. Ja, was kannst du jetzt tun, wenn du über längere Zeit das Gefühl hast, dass du den Sinn in dem, was du tust, nicht mehr siehst, und eben deine berufliche Erfüllung auf der Strecke bleibt? Stell dir mal folgende Fragen. Handelt es sich allgemein um eine vorübergehende Flaute, welche sich in absehbarer Zeit widerlegt? Und frag dich auch mal grundsätzlich, ob der Job, den du machst, überhaupt noch deinen ursprünglichen Erwartungen entspricht? Ja, und wie sieht das Verhältnis zwischen deiner Leidenschaft für den Job, deiner Leistungsbereitschaft und auch dem Mehrwert, den du für dich und andere erzielst, aus? Gibt es Perspektiven? Gibt es Entwicklungspotenzial oder sind die Möglichkeiten ausgeschöpft? Kannst du aufgrund der aktuellen Konstellation die Leistung, die du erbringen willst, überhaupt noch erbringen?
erhältst du die Art von Anerkennung, die du erwartest. Schau mal auch um dich herum. Befinden sich deine Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz in einer ähnlichen Situation? Und ganz wichtig, kannst du in deiner Freizeit vielleicht einen Ausgleich schaffen, welcher die aktuelle Lehre ausfüllt? Nun, wenn die Anzahl der Nein-Antworten überwiegt, solltest du dir Gedanken machen über deine weitere Zukunft. Und die Basis dazu legst du am besten, wenn du zuerst deine ganz persönliche Sinnhaftigkeit, dein Warum findest oder wiederfindest. Und zu deiner Sinnhaftigkeit findest du in 4 Schritten. Wo ist dein Standpunkt? Mach eine Standortbestimmung, richte den Fokus auf dein berufliches Idealbild. Frag dich, was du ganz persönlich unter Leidenschaft, unter Leistungserbringung und vor allem auch den Nutzen verstehst. Und dann priorisiere diese nach deiner persönlichen Wichtigkeit und dann schau mal, wo du stehst. Nächsten Schritt, wie sieht es mit deiner inneren Haltung aus? Welche sind deine ganz persönlichen Werte, deine Interessen, deine Prioritäten? Und für was kannst du eine Leidenschaftsentwicklung entwickeln, die deinen Erwartungen an eine sinnvolle Tätigkeit anknüpft und der entspricht? Und kannst du diese im Job oder in deiner Freizeit ausleben? Der nächste Schritt, Nutzen. Also bestimm für dich einmal genau, welchen Nutzen du in Zukunft erzielen willst. Und zwar nicht nur für dich selbst, sondern auch für dein Umfeld. Der letzte Schritt, Thema Nachhaltigkeit. Halte fest, wie es um deine Leistungsbereitschaft steht. Wie viel Zeit und Energie willst du für deine Weiterentwicklung oder eine vielleicht sogar radikale Veränderung aufbringen? Und wie stellst du eben sicher, dass du die nötigen Schritte konsequent umsetzt? Auch wenn der Weg einmal steinig wird. Also, Standpunkt, innere Haltung, Nutzen, Nachhaltigkeit. Mit diesen 4 Schritten findest du dein ganz persönliches Warum. Und was machst du denn danach mit den Erkenntnissen? Dazu gibt es folgende Möglichkeiten, die können vermutlich nicht abschließend sein, aber mal eine Auswahl. Ja, du hältst die aktuelle Situation aus, im Job und schaffst dir einen sinnvollen und erfüllenden Ausgleich in der Freizeit. Oder du suchst das Gespräch mit deinem Vorgesetzten. Das braucht etwas Mut. Du schilderst deine Situation und bittest eben darum, dass du zusätzlich oder eben neue Herausforderungen annehmen kannst. Vielleicht musst du dich oder kannst du dich auch innerhalb deiner Unternehmung, wenn sie eben genug groß ist, neu orientieren in einer anderen Abteilung, neues Tätigkeitsfeld oder auch geografisch an einem anderen Arbeitsort. Und wenn du in-house eben keine Lösung findest, dann such eine neue Herausforderung bei einem anderen Arbeitgeber, wenn das möglich ist. Oder du machst einen radikalen Schritt und gehst in die Selbstständigkeit. Ja, mach in deinem und auch im Interesse deines Umfeldes diese Schritte von der Sinnhaftigkeit und eben auch dann, dass du deine Erkenntnisse in Taten umsetzt. Du erhältst deine ganz persönliche Antwort auf deine Sinnfrage. Aber du schaffst dir neue Perspektiven. Und du findest Klarheit, Freude, Inspiration und Motivation. Und geht es bei der Erfüllung und eben bei der Sinnhaftigkeit nicht genau darum? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.